Motorradfahrer, gehen Sie auf die Seite. Nein, ist nicht alles PD, das ist Berlin PD. Das ist Berlin PD, nicht alles PD. Mann, Kollegen, informiert euch mal, wo ihr arbeitet. Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Alles BDFA. Die da hinten mal wieder Bullshit. Und wir sind in Deutschland, zumindest im imaginären Deutschland, da hinten wird rumgeschossen. Aber da kümmern sich schon die Kollegen drum. Wir fahren wieder im deutschen Setting, weil gestern kam ja das Rage Special, sag ich mal. Was erstaunlich gut bei euch angekommen ist. Da bin ich wirklich sehr überrascht. Ich lass mal durch. Bin ich echt sehr überrascht, dass das bei euch so ankommt. Ich habe mir ehrlich gesagt überlegt, ob ich das überhaupt hochladen soll. Weil, als ich das geschnitten habe, ich dachte mir so, das schaut keiner, das ist bescheuert, das ist, nee, das lädst du lieber nicht hoch. Ich war echt kurz davor, einfach das Programm zu schließen, mir so zu denken, so, ja komm, ich lösche die Datei, ich nehme jetzt kurz noch eine Folge, LSBV auf und gut ist. Aber, irgendwie kam das bei euch dann doch gut an. Ich dachte mir so, ich lade das hoch, aber das kriegt sicherlich viele Dislikes. Das habe ich auch hier auf dem Teamspeak zum Kurt, also zum Xyan, habe ich das gesagt. So, das Ding bekommt bestimmt total viele Dislikes. Das wird nichts. Aber irgendwie habt ihr mich wieder mal überrascht. Und das liebe ich an YouTube. Und deswegen nehme ich jetzt LSBFA auf. Nee, eigentlich nur, weil ich morgen noch eine Folge brauche. Und wir haben jetzt Dienstagnacht. Genau 0 Uhr sogar. Und jetzt nehme ich gerade auf und ja, was ihr auch gesagt habt in der letzten Folge ist, dass wir, genauso wie ich das gefragt habe, im deutschen Setting bleiben wir jetzt immer an den Ampeln stehen, halten uns strikt an die Regeln, während wir im amerikanischen Setting so ein bisschen was durchgehen lassen, sagen wir mal. Das habt ihr so zugestimmt quasi, es gab auch keinen, der gesagt hat, nö, mach das nicht, so, deswegen denke ich mir so, ja, kannst du machen. Zu der Sache allerdings, macht das mit dem Rage-Ding nochmal. An sich gut, also euer Feedback kam verdammt gut an. Also das ist ja, es ist krass, was ihr das gefeiert habt, das Video. Ihr meintet, ich soll das nochmal machen. Ich finde auch, allerdings stellt sich ja dann für mich die Frage, was willst du da noch groß machen? Ich meine, ich kann es natürlich noch weitermachen mit dem Rumblödeln. Aber ich weiß nicht, ob das so Sinn der Sache ist, weil ich möchte den Kanal ja nicht zu einem Kanal machen, wo wir hier irgendwie nur Scheiße bauen in LSBFA, weißt du? Klar, hin und wieder kann ich das vielleicht machen, aber es ist auch irgendwie so, was willst du jetzt halt noch? Oh, fuck, ich bin ein bisschen schnell drüber. Es ist halt auch so, was machst du? Was machst du jetzt eigentlich noch? Weil ich habe mir da vorher ja schon so ein bisschen Gedanken zu gemacht, so im Video, als mir die Idee kam, so, ja, das könnte ich mal machen, so, weißt du, kam mir die Idee. So, und dann habe ich Ideen gesammelt. Was machst du? Welche Sachen machst du? Zum Beispiel das mit der Verkehrskontrolle. Wenn gegen dir nichts vorliegt, schlägst du was kaputt, sagst gegen dir liegt was vor. Das hatte ich zum Beispiel im Voraus schon geplant. Und noch so ein paar andere Sachen auch. Aber was machst du jetzt noch groß? Weißt du, was willst du jetzt noch Neues machen, wenn du das weitermachst? Naja gut, ich würde sagen, wir fahren jetzt halt bescheuert, weil hier unten ist nichts. Hier unten ist gar nichts. Hostage Situation. Hostage-Situation, eine geile Name. Da fahren wir jetzt hin mit Blaulicht und Martin voran, aber wir fahren einen Code zu, damit wir uns nicht hören. Ein geile Name, Hostage-Situation. So. Ich habe eben schon ein bisschen Bier hinter mir, das heißt, falls ich wieder mal ein bisschen bescheuert bin, was eh immer der Fall ist, dann wundert euch nicht, das liegt an Alkohol. So. Oh, stay where I will shoot. Was machen wir dann? Schuss ins Bein. Gehen Sie auf den Boden. Nehmen Sie die Hände hoch. Lassen Sie die Waffe fallen. Weg damit. Okay, wir probieren es einfach. Oh, okay, das hat geklappt. Perfekt. Gut. Den Geiselnehmer haben wir jetzt festgenommen. Ich würde dann noch gerne mit dem Opfer sprechen. Aber naja, aus dem wird wohl nichts. Wir können ruhig weiterfahren. Oh Gott. Kein Kratzer hier bitte reinfahren. Dumping the street since 1979.
Gut, wir fahren mal weiter. Der Truck hier möchte, glaube ich, durch. So. Wir fahren weiter und gucken, was es noch zu lösen gibt. Ich habe mir auch überlegt, in welcher Stadt das überhaupt spielt, jetzt im deutschen Setting. Und bin auf kein Ergebnis gekommen, zumindest noch auf kein Finales. Ich habe mir überlegt, vielleicht nehmen wir als Setting für Deutschland Berlin in der Zukunft. So, dass wir quasi sagen, wir sind so 20, 30 Jahre voraus und sind in neuen Gebieten von Berlin unterwegs. Quasi irgendwie so. Ich weiß nicht, könnt ihr mal in die Kommentare eure Ideen reinschreiben, wo das spielen soll. Wenn nicht, wäre es auch nicht so schlimm. Dann spielen wir einfach in Los Santos, das macht eh nichts. Ist ja eh quasi eine imaginäre Stadt. Ich meine, die Stadt gibt es ja in echt eigentlich auch nicht, ne? Klar, es ist zwar schon sehr stark an Los Angeles angelehnt, aber... Huch, das wollte ich gar nicht. Aber, ne? Streng genommen gibt es die Stadt nicht. Ganz streng genommen. So, pass auf, wir fahren hier mal trotz rüber, weil wir den hier anhalten. Also mach ich's ran. Jetzt ranfahren, bitte. Komm, fahren Sie rechts. Da wollen Sie... Nee, Sie fahren schon rechts ran, ja? Sie machen hier das Gras schon nicht kaputt. Wo flüchtet er? Sie bleiben hier auch nicht stehen. Fahren Sie mal rechts ran hier. Allein schon deswegen sollte der wieder in der Fahrschule gehen, weil der überhaupt nicht rechts ranfahren kann. Das ist auch kein rechts ranfahren. Fahren Sie jetzt rechts ran. Ist das so schwer? Ach komm, leck mich doch am Arsch, Alter. Nimm ich jetzt so fest. So. Guten Tag. Okay, Suspekt flüchtet. Verdächtiger flüchtet. Ja, wir sind jetzt in Deutschland. Ey, einsteigen. Wir brauchen Verstärkung am Boden. Stärkung am Boden. Okay, die hinten, die sperren die Straße ab. Das ist gut. Oh Gott. So, jetzt haben wir den. Aussteigen. Steigen Sie aus. Gehen Sie auf den Boden. Naja. Machen Sie die fest. Ey. Nein. Ey. Oh Scheiße, das war jetzt überhaupt nicht Roleplay-mäßig, ne? Verdammt, egal. Ich nehme auf jeden Fall fest. Ich bin immer so dabei, dieses amerikanische Verhalten quasi mit einzufangen, ne? Das ist ein bisschen blöd. Guck mal, ein News-Helikopter ist hier irgendwo. Ach du Scheiße. Achso, warte mal, wir müssen die Karre noch abschleppen lassen. So. Mein Gott, die geht mir auf die Nerven, wenn sie reden. So, der Herr. Wir steigen mal hoch. Wobei, eigentlich können wir kurz das hier durch... Wobei, der Abschlepper kommt eh schon. Oh Gott, die rauchen beide. Wieso rauchen die? Hä, was war das denn? Nicht hinten einsteigen. Hier ist ein Transporter. Genau, so. Wir fahren jetzt weit. Achso, nee, hier, so. Mann. Wir dürfen aber einmal reparieren. So. Und weiter geht's. Er ist über Rot gefahren. Jetzt fällt es viel mehr auf, dass die Leute über Rot fahren. Wo wir es selber nicht tun. Jetzt ranfahren, bitte. Ja, okay, hier geht's doch ganz recht gut klar. So. Guten Tag. Können Sie sich vorstellen, warum ich Sie angehalten habe? Fangen erstmal einfach an. Ich hätte mir gerne Ihre ID. Beziehungsweise einen Ausweis, ja? Den geht man mal durch. Keine Panik. Sie heißen J. Daniels. Sie sind scheinbar aus irgendeinem Land nach Deutschland ausgewandert. Kann das sein? Native Runs and Licenses Valid. And a Make-up Bag. Das ist soweit in Ordnung. Dennoch haben sie eine rote Ampel übersehen, sage ich mal. Und dafür gibt es einen Strafzettel von 100 Euro, den sie jetzt bitte abbezahlen, beziehungsweise tilgen. Tilgen, sagt man das? Keine Ahnung. Achso, man kann jetzt hier noch sagen, für was? Aggressive Carless Driving, Unroadworthy Vehicle. Das war ja schon... Moment, bleiben Sie mal einen Moment stehen. Hallo. Der Herr, bleiben Sie mal stehen. Ich bin noch nicht zerstört, das... Ach komm, lecken Sie mich. Ich glaube, das war jetzt ein Bug vom Spiel. Deswegen lasse ich den mal durchgehen jetzt. So, wir ordnen uns hinten ein. Oh, wir haben Grand Theft flüchtendes Auto. Ich sage es immer auf Englisch, aber wir sind in Deutschland, deswegen haben wir ein flüchtendes Auto.
beziehungsweise einen schweren Autodiebstahl mit Flucht. So, achso, wir haben die Sirene und fordern ein bisschen Verstärkung an. Oh, vorsichtig, lassen Sie mich abbiegen. Danke. So. Über die roten Ampeln fahren, ohne zu gucken, weißt du, das ist auch wieder so richtig Roleplay-mäßig. Ohne abbremsen, ohne gucken, einfach drüber fahren, wie sonst was. Aber das halte ich nicht ein, also das ist mir... Ups, das tut mir jetzt leid. Scheiße. Oh Mann, unser Reifen vorne ist kaputt. Oder zumindest ziemlich eingedrückt, das ist nicht gut. Ah, die kriegen wir auch so, weil so schnell fährt er nicht. Oh Gott. Alter, jetzt fahren sie mir noch nicht in den Weg. Ein Helikopter, dass wir den immer gespottet haben. Ich glaube, die deutschen Polizeiautos haben gar kein so ein Ding, oder? Also doch, das haben wir natürlich schon, aber das verwenden die auch nicht für aus dem Weg gehen, oder? Weiß ich nicht, egal. Ist mir eigentlich auch völlig egal. Ich fahre einfach ohne diesen Hupen quasi. Weil das machen, glaube ich, nur die amerikanischen Polizisten so. So, da hinten ist er. Mhm. Die anderen hier fahren auch schon wie behindert. Der hat ein Bullet, oder? Ja, das ist der Bullet. Oh Gott, oh Gott. Ah, nicht reinfahren. Ah. Okay, wir fahren mal ein bisschen abseits. Ah, ich darf ja nicht so fahren. Nur mal ein bisschen mehr Verstärkung. Code 99, also übertreiben kann man aber auch hier das Patch, ja. Ah! Wieso rammt er mich? Motorradfahrer, gehen Sie auf die Seite. Nein, das ist nicht alles PD, das ist... Berlin PD. Das ist Berlin PD, nicht alles PD. Mann, Kollegen, informiert euch mal, wo ihr überhaupt arbeitet. So, stehen bleiben. Stehen bleiben. Okay, oder auch nicht stehen bleiben. Unsere Reifen dürfen wir nicht zerschießen. Wieso habe ich eine klassische Pistole? Egal. Okay, wie gehen wir jetzt vor? Wir können, glaube ich, keine Straßenblockaden setzen, oder? Müssen wir jetzt halt ein bisschen das Backup holen. Oh, scheiße, jetzt kommen sie hier mit den Karren. Das ist aber nicht gut. Ey, sie haben sich im Department verirrt. Wir dürfen hier nicht arbeiten. Hier dürfen nur die deutschen Polizisten arbeiten. Oh Gott, die vertun sich hier im Department. Das ist nicht gut. Oh Gott. Okay, wir müssen dem, glaube ich, mal ein Ende setzen. Komm. Hören Sie auf, Sie haben keine Chance. So. Oh Gott, das war so aber nicht geplant. Ich würde eigentlich nur seine Räder kaputt machen. Steigen Sie aus. Gehen Sie auf den Boden. Gehen Sie auf den Boden. Gehen Sie auf den Boden. Sie auch. Okay, sie wurde vom Motorradfahrer angefahren. Nehmen Sie die Hände hoch. Oh Gott. Ah, die muss tot sein. Die ist tot. Okay. Dann geht sie... Aua. Aua. Sonst noch jemand. Nicht schießen. Gehen Sie auf den Boden. Gehen Sie auf den Boden. Gehen Sie auf den Boden. Alles ist gut. Und für sie holen wir jemanden, der sie abholt. Oh Gott, wir müssen kurz die Straßen schließen, sonst geht hier gleich alles. Genau. Oh Gott, was machen die hier? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, dass der das überlebt hat, ne? Dass der das überlebt hat. Alter, what the fuck, was geht hier ab? Beruhigen Sie sich. Beruhigen Sie sich, Kollegen. Beruhigen Sie sich. Sie dürfen hier nicht arbeiten. Ich muss die unbedingt die auch noch ersetzen. Das ist wichtig. Das, falls wir auf dem Land mal irgendwie rausfahren, dass wir... Oh, Sie haben ein kaputtes Auto. Steigen Sie mal aus. Steigen Sie mal aus. Kommen Sie mal mit. Sie haben hier ein kaputtes Auto. Ey, kommen Sie mit. Oder geben Sie mir einfach Ihre ID. So, komm. Geben Sie mir Ihre ID. Ich gebe die kurz durch. Chloe
Was? Wilkinson. Gib mir doch nicht solche Namen, LSPD, Alter. Okay, ansonsten alles in Ordnung, aber ihr Auto raucht. Ich kann sie so nicht weiterfahren lassen, ja? Ich rufe es einen Abschlepper und sie müssen irgendwie anders nach Hause kommen. Das heißt, sie entfernen sich bitte ein bisschen vom Auto. Gehen sie bitte ein bisschen weg hier, so. Das muss abgeschleppt werden. Außerdem hat es einen kaputten Reifen. Was haben sie denn damit gemacht? Muss ich einmal durchsuchen vielleicht. Mal kurz eine Schnelluntersuchung machen. Die ausführliche Untersuchung findet auf dem Präsidium statt. Oh, hier ist ein Motorrad, was auch noch abgeschleppt werden muss. Ah, fahren Sie bitte nicht über das Motorrad. Danke. Was ist das hier? Oh, da sind tote Menschen. Was sind das hier? Wieso sind denn da? Und hier ist eine Leiche. Hier müssen wir mal eben hier ein EMS holen. Ein Krankenwagen, RTW, mein Gott. So ungewohnt, wenn man in deutschen Settings spielt. Hier für die auch mal RTW. Hier ist ein Auto. Da ist auch noch ein RTW-nötiger Patient drin. Das Auto parken wir kurz mal um, damit wieder Verkehr weiter fließen kann. Und auch für ihn Abschlepper. So. Und unser Auto parken wir auch mal um. So. Die Abschlepper, die Krankenwagen. Was geht denn da hinten ab? Oh mein Gott, sind sie verletzt? Was machen sie da oben? Was machen sie dort? Ey, gehen Sie mal runter. What the fuck? Kann ich den... Nein, nicht... Oh. Hä, wie kriege ich denn da jetzt runter? Kann ich den da runterkriegen? Okay, dann halt nicht. Dann muss aber der Abschlepper abgeschleppt werden. So kann ich ihn hier nicht liegen lassen. Ah! Ich bin umgefahren. Okay. Ja gut, das passt. Der Abschlepper kommt. Hierfür brauchen wir, glaube ich, mal einen Corona. So. Und dann gehen wir ganz schnell wieder zurück in die Stadt. Jetzt sind wir nämlich schon wieder im Land. Das ist scheiße. Und ich glaube, wir teleportieren uns da mal kurz hin, oder? Wir teleportieren uns da mal kurz hin. Weil, bevor wir jetzt wieder zurückfahren, bis dahin ist die Folge eh schon wieder vorbei. Glaube ich. Weiß ich nicht. Dann teleportieren wir uns dahin, dass wir da nicht die ganze Zeit fahren. So. Guten Morgen. Achso, wir müssen die Straße wieder freigeben. Moment mal, da muss ich kurz wieder aussteigen. Open nearby roads. So, weil sonst spottet nämlich gar nichts. Jetzt beleidigen Sie mich bitte nicht, ja? So. Ups, scheiße. Police Impersonator. Okay. Da fahren wir mit Blaulicht hin, beziehungsweise mit Martins Zorn. To read details about the car. Steuerung D. Oh oh. Caller was stopped by someone identifying themselves as a police officer. No police vehicles were in the area at the time. Suspect possibly armed. Also quasi jemand, der angeblich von der Polizei angehalten wurde. Und sich dann rausgestellt hat, dass er gar kein Polizist ist. Okay, das schauen wir uns mal genauer an. Vorsichtig. Vorsichtig. Danke. Wo ist denn das? Da hinten. Okay, perfekt. So. Fahren jetzt mal. Wobei, nee, wir können eigentlich mit Code 3 hinfahren. Das geht schon klar. Beziehungsweise mit Sound und Martins Horn. Over here. So. Dann gucken wir mal. Guten Tag. Oh, Officer, ich bin froh, dich zu sehen. Was? Tolle Übersetzung. Dieser Mann? Welcher denn? Egal, dieser Typ, wow. Dann sagt er, hat er die Hand aus dem Fenster gemacht und ein Badge zeigt. Ah, okay. Dann bin ich auf die Seite gefahren, er stieg aus und hat mich beleidigt. Oder hat mich angeschrien. Er hat mir gesagt, er war ein Polizist und ich soll aus dem Fahrzeug aussteigen. Er sagte, ich bin ein illegaler Einwanderer und ich wäre verhaftet. Officer, ich wurde in diesem Country geboren, in dem Land geboren. Ich bin ein amerikanischer Einwohner. Sie sind aber in Deutschland. Ich sagte ihm, er soll sich verpissen, aber er hat dann eine Waffe gezogen.
Also habe ich das, hab ich aufs Gas getreten und ging aus der Scheiß hier halt weg. Aber ja, über das Auto. Es ist auf jeden Fall kein Police-Auto. Aber es war so, es sah so aus wie eins. Es ist ein Modell, was wir fahren. Es war ein Graphite-Colored Dania. Die ersten drei Nummern vom Nummernschild waren 80Y. Achso, geht schon zu Ende. Okay. Dann wünsche ich Ihnen eine gute Weiterfahrt. Und. Was denn nach Sekunden liebe ich GTA, weißt du? Semmelt ihr uns erstmal weg. So, und jetzt haben wir irgendwie. Haben wir irgendwas? Das ist dann ja hier. Oder? Aber es sieht nicht aus wie ein Polizeistand, ja. Gut, dann fahren wir mal weiter, bevor wir alles aufhalten. Da hinten, okay. Wir fahren mit Martin Zorn. Ich darf das ja gar nicht machen. Ich möchte immer hier dieses Wio, Wio, Wio quasi. Aber im Deutschen klingt das erst zum einen bescheuert. Wobei ich finde die deutsche Sirene an sich irgendwie schon ziemlich bescheuert. Und zum anderen, bringt das nichts. Ah, ich mach schon wieder. Mensch. Ich lass die Taste von der. Lass meinen Finger von Z. Weil Z ist bei mir die Taste dafür. Weil ich die anderen, weil R und E schon belegt sind für irgendwelche Modi. Wo ist denn der Typ? Oh Gott, ich fahre hier lauter Schilder um, das ist nicht gut. Wir fahren aber jetzt mal hier. Wobei, wir fahren einfach ohne Martinshorn. Ein Stanja. Das heißt, da ist einer. Aber das ist nur so ein random Stanja. Stanja, Stanja. Da ist einer. Ja, der ist es. Warte mal. Bei, komm. Gehen Sie aus dem Weg. So. Aber rechts ranfahren. Sie sind verhaftet. Mal gucken, was er zu seiner Verteidigung sagt. So. Dann steigen Sie mal bitte sofort aus. Ja, der hat Security, okay. Sie sind verhaftet. So einfach. Sie sind verhaftet. Die Beweislage ist belastend genug. Ich meine, sie laufen hier mit Security-Outfit rum. Ich frage mich zwar, wer auf sie reinfallen würde, aber scheinbar gibt es da doch den einen oder anderen, der darauf einfällt. Ihr Auto ist erstmal abgeschleppt. Aber okay. So, sie sind erstmal mitgenommen, ja. Ihr Auto ist abgeschleppt. Sie durchsuchen aber einmal noch, ob da vielleicht eine Waffe drin hat oder so. A first 30 minutes shirt. First 30 minutes ist der YouTube-Channel, ne? So der YouTube-Channel, glaube ich. Finde ich cool, dass sie da einen Anspruch drauf gemacht haben. Okay, wir gucken mal in der Beifahrerseite. Ist da was drin? Some Swimwear. Ne, Badeausrüstung ist jetzt auch nicht so. So, unser Ziel, unser. A tire pressure. Schreit der hier so rum, Alter. Jetzt beruhigen Sie sich. Mensch. So, die Karre steht hier schon gut geparkt da. Aber wir stellen uns hier hin, weil ich würde sagen, die Folge ist vorbei. Wir können ruhig vorbeifahren. Oh. Ich würde sagen, scheiße, das Nummernschild hinten. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Jetzt beleidigen Sie doch hier nicht in die Welt, ey. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Mit amerikanischem Setting in Los Angeles. Bis dahin, haut rein, mach's gut. Tschüss.